Hallo und willkommen zurück, ihr begeisterten Mining-übertriebenen Kartfahrer. Keine Ahnung. Willkommen zu... ein Schränkchen. Zu Vulkanoids, einer weiteren Folge. Wir haben beim letzten Mal ja schon angefangen, ein wenig die Insel zu erkunden. Und dieses Mal geht's weiter. Denn wir befinden uns immer noch auf... Hä? Okay. Da unten herstellen. Ja, ja. Da ist mein Drillship irgendwo. Wir müssen nämlich immer noch so ein bisschen den Timer auch im Auge behalten, bevor der Vulkan ausbricht. Und... Denn wir wollen ja hier nicht sterben. Ah, oh, ein Pier. Das ist ja toll. Aber wir können nicht schwimmen. Wir sterben sofort, sobald wir im Wasser sind. Hier bleibe ich einfach. Den ganzen lieben langen Tag. Kann ich da drauf oder sterbe ich dann? Ah, ist ja toll. Sail away, dream your dream, la 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 la. Ist das schön, hier auf dem Wasser zu sein. Bin so ganz allein. Kann das sein, dass hier vielleicht das U-Boot auch mal spawnt? Dass man verschiedene Spawnpunkte hat, wenn man das Spiel startet? Was würde sich jetzt hier vielleicht so anbieten? Gut. Ich düse und düse. Da ist nochmal Kohle. Was sagt denn die Karte? Okay, die Karte sagt, da oben ist Robo, oder? Roboter? Hier ist auf jeden Fall nochmal Kohle. Ich hoffe, das Drillship hat genug Kohle, um hochzufahren. Das wäre jetzt doof, wenn wir es nicht mehr rufen könnten, wenn gleich die Energie alle ist. Wenn wir es rufen wollen würden. Okay, da komme ich nicht hoch. Shit. Das heißt, ich muss außen rum. Oder beziehungsweise oben rum. Gut. Ob man später sich noch eigene Roboter bauen kann? Also eigene Cox-Roboter? Cox-Roboter. Du verstehst. So. Oh, moin! Ja, lass mal gucken. Vielleicht können wir die umgehen. Ich will jetzt nicht unbedingt... Was ist das denn hier? Zerstörtes Raffineriemodul Stufe 1. Ich weiß nicht, ob wir das gebrauchen können. Ich nehme es jetzt mal mit ein. Ein nehme ich mal mit. Okay, die interessieren sich nicht für uns. Das ist gut. Also wir können schon mal ein bisschen weitergehen. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Was ist denn da? Okay, hier ist noch ein Riesenberg. Es ist aber das, was ich letztens in der letzten Folge auch schon so meinte, ne? Also dieses nicht viel auf der Insel los, ne? Das muss man einfach sagen. So, hier ist jetzt wieder Berg. Und da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, ne? So, 6 Minuten ist Ausbruch. Müssen wir aufpassen. Weil wir müssen ja, wie gesagt, noch zurück zur Mine. Weil ich glaube nicht, dass wir zum Drillship schaffen. Okay, hier kommen wir nicht drüber. Das heißt, dass der Teil der Insel da drüben ist für uns noch tabu. Gut, das heißt, wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir hier haben. Das ist doch hier Dings. Wieso kann ich das nicht abbauen? That's weird. Gut, dann düse ich mal zur Mine. Da können wir ja auch mal rausfinden, ob jetzt einfach Schwefelerz dort ja gespawnt ist. Das würde mich mal interessieren. Und ich habe jetzt extra, bin jetzt extra den Robotern aus dem Weg gegangen, weil ich will jetzt nicht unbedingt meine Munition verblasen. Ich meine, wir können uns ja was herstellen, aber warum verbrauchen, wenn es nicht nötig ist? Und Gewalt ist nie eine Lösung. Das ist, ja. So, wo ist denn die Mine? Die war... Da unten. Ernsthaft? Ja, gut. Das, hier war... Was war denn da? Kamen wir da nicht hin? Da waren wir, glaube ich, gar nicht gewesen, ne? Oh, da hinten läuft Kundschaft. Vögel hier. Piep, 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 piep. Ist da die Mine?
Oh, das ist ja, glaube ich, gar nicht so weit weg, ne? Das geht ja, okay. Da scheint aber nichts gespawnt zu sein in den Karren. Wahrscheinlich muss man die irgendwie aktivieren. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ich weiß auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Nein. Was ist denn heute los? Ich weiß tatsächlich noch nicht genau, wie lange ich das hier fortführe. Also hier mit Vulkanoids. Denn Subnautica möchte ich ja auch irgendwann mal weiterspielen. Und dementsprechend bin ich da, wie gesagt, noch am Überlegen, wie viele Folgen ich daraus mache. Vielleicht wären es 20, vielleicht wären es 30, vielleicht auch weniger. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie viel Lust und Laune ich auf das Spiel habe und ob mir das noch Spaß macht. Oh, da ist noch mehr Kohle. Aber 3 Minuten ist Ausbruch. Da ist ein Schiff. Deswegen sind wir, glaube ich, nicht da. Bevor ich die Kohle hole, oder? Nee, komm, das schaffen wir noch. Die Kohle hole ich jetzt noch. Kann man mit seinem Handgerät sehen, ob das Drillship genug Power hat? Kann ich das hier mit Q gucken? Fragezeichen 4. Achso. Okay, 3 ist die Karte. Was war 2? Achso, okay. Ja, ist ja ganz toll. Nee, gut, kann man anscheinend, glaube ich, nicht. Das wäre vielleicht noch so eine Option, die vielleicht noch hinzugefügt werden kann, weil das Spiel ist ja immer noch in der Early Access, ne? Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger draußen. Irgendwann kam auch ein Multiplayer-Update und Kampf-Update, glaube ich, gab es auch. Das hatte ich mal zwischendurch so ein bisschen mal verfolgt gehabt, diese News-Updates. Die hatte ich dann nachgelesen gehabt, obwohl ich das Spiel ja noch nicht hatte. Und, irgendwann habe ich mal gedacht, dann schlage ich mal. Habe ich mir das selber gekauft? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich kriege ja manchmal so viele Spiele auch einfach erstens von euch geschenkt, von der Community. Und tatsächlich auch mal von den Publishern und von den Entwicklern. So, jetzt muss ich aber düsen. 1,50. Hui, jetzt wird's aber Zeit, dass wir so schnell wie möglich in die Mine kommen. Aber ich denke, das schaffen wir. So. Event, begib dich von dem Vulkan in Sicherheit. Das Drillship wird sicher, aber du bist noch auf der Oberfläche. Rufe das Drillship, indem du G gedrückt hältst. Oder bring dich im U-Boot in Sicherheit. Nein, ich will hier. Hier bin ich auch in Sicherheit. Hat mir der Captain gesagt. Ich bin hier in Sicherheit. Hat er gesagt. Wehe, das stimmt nicht. Ah, Kupferschrott, nehmen wir mal mit. Bin ich hier denn in Sicherheit? Ich bin mir nicht sicher. Bin ich nicht sicher? Warte mal, Lampe mit 1, ne? Haben wir ja sogar. Ich gehe einfach mal weiter in die Mine. Weil eigentlich ist man hier sicher? Werden wir jetzt sehen gleich. Wenn nicht, dann sterben wir. Dann war alles umsonst, was wir hier gesammelt haben. Aber der Captain, meine ich, hätte gesagt, man ist hier sicher. Wie, das stimmt nicht. Dann ist aber hier schwer was los. Warum kann man die Dinge auswählen? So, warum kriegt man hier so einen Kreis drumrum? Automatisch speichern. Ich bin so gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Oh. Hier ist ein Loch in der Welt. Das ist natürlich nicht gut. Ja? Ja? Hallo? 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 Bin ich in Sicherheit? Hallo? Oh.
Ja, ich glaube, da ist gespawnt alles. Also respawnt. Das heißt also, nach dem Vulkanausbruch spawnt, also respawnt also alles. Okay, das ist ja schön zu wissen. Gut. So, das nehmen wir mit. Okay, wir brauchen wie gesagt noch ein bisschen Kohle. Oh, noch eine Granate. Ersatzband, ja, lasse ich mal drin. Warte mal, wir können doch... Ah, hier können wir auch Barren und so ein Kram schon mal herstellen und Komponenten. Spitzhacke, wieso können wir Spitzhacke herstellen? Können wir die verlieren irgendwie? Belebungswerkzeug, Spraytool, Türmodul, Geräte, Strukturen, Bett können wir auch mal bauen, Kupferplatte. Ich frage mich, ob wir unser Schiff ausbauen können. Das wäre mal interessant zu wissen. Hier ist das Häuschen. Okay, pass auf, ich gehe mal wieder an die Oberfläche. So, somit haben wir also rausgefunden, man kann in der Mine überleben. Schränkchen nehme ich mit. Reparaturkit könnte man eigentlich auch mitnehmen, ne? Wie viel haben wir denn noch? 31, 35. So. Oder spawnt das automatisch? Ich bin mir nicht sicher. So, pass auf. Ich rufe mal mein Drillship. Das kann ich mit 7 rufen, ne? Genau. Lieb. Dein Drillship kann die Landestelle Handelsbetrieb nicht anfahren. Landestelle ist besetzt. Rufe Drillship an einer anderen Stelle. Wie mache ich das denn? Da ist, warte mal. Vielleicht kann ich den hier rufen. Oh nein. Das ist natürlich blöd, wenn er jetzt gerade einer geparkt hat. So, warte mal. Wie komme ich denn hier hoch? Muss ich erstmal gucken. Ich rüste mal vorsichtshalber mal den... Oha. Selber schuld. So, warte mal. Hier noch, ne? Kohle. Shit. Vor allen Dingen auch interessant halt die Frage, gibt es später stärkere Roboter? Das wäre halt mal interessant auch zu wissen. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier... Da muss das sein, hier irgendwo. Hier vorne, ist hier ein Drillship am Stehen? Hier ist ein Loch, hier könnte es rauskommen. So, warte mal, wie mache ich das denn? Kann ich das jetzt rufen? Totengrube an. Das müsste hier sein, oder? Todesgrube. Ja, kommt, hat er gesagt. Kommt das jetzt, oder? Drillship wird beschädigt. Hä? Wo ist es denn? Wie Drillship wird beschädigt? Warte mal, mit der Karte kann ich ja gucken, ne? Ah doch, das kommt jetzt hier raus, okay. Vielleicht ist es gerade irgendwie an Lava vorbeigefahren, ich weiß es nicht. So, dann haben wir auf jeden Fall einen anderen Stellplatz. Der müsste... Wo kommt das denn jetzt raus? Irgendwo da hinten. Ach da! Eigentlich mega praktisch, ne? So, da kann das Schiff nicht angegriffen werden, ne? So. Wo wurdest du denn beschädigt? Lass mal gucken. Lass mal ein bisschen reparieren. So, können wir noch irgendwas reparieren hier? Lalalala. Erstmal gucken. 100, 100, 100, 100. Da oben ist noch irgendwas mit 91. So. Gut. Wo ist das denn mit 91? Oben. Die Decke. Da, so, jetzt haben wir alles. Wir haben sogar tatsächlich nochmal einen Schrank. Würde ich vielleicht nochmal hier oben platzieren. Hatten wir ja gesagt gehabt, ne?
Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was aus. Wir haben noch einen Schrank. So viele Schränke, alter Schwede. Machen wir hier noch hin. Voll die Schrankparade. So, gut. Was hatten wir hier jetzt drin? Hier hatten wir, genau, Kohle und Erze und so ein Kram. Vielleicht sortieren wir das jetzt einfach mal, weil wir so viele Schränke haben. Das heißt, hier kommen die Sachen rein. Würde ich jetzt sagen. Das heißt, nein. Hier kommen die Sachen rein. Hier würde ich jetzt vielleicht die Sachen machen. Machen die Sachen. Sachen, Dachen, die Sachen. Stapeln. Ja, dann kann man hier zum Beispiel sagen, hier ist das. Ja. Hier vielleicht machen wir die Kohle rein, damit wir wissen, da ist die Kohle drin. Oh, warte mal, ich habe ein Dings vergessen. So, stapeln. Guck, Dings kann da rein. Und dann können wir hier nämlich sagen, pass auf, Kohle. Eisenerz hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesammelt, ne? Hatten wir nicht beim letzten Mal sogar schon Eisenerz gesammelt? Ich meine, das mir war irgendwie so danach. So, zerstörtes Raffineriemodul, tralalala. Da haben wir ja, glaube ich, hier die ganzen Sachen, ne? Genau, das packe ich alles hier rein. Stahl und Kupfer. Mach mal hier so ein bisschen, damit wir wissen, dass hier... Ja, ich mache das mal als Bild, damit wir wissen, dass das hier alles da drin ist. Heilung können wir mal mitnehmen. Und wir brauchen Munition. Wir haben nämlich gar nichts mehr. Wir müssen nämlich auch Munition herstellen. Sehe ich gerade. Wir brauchen nämlich Kohle. Wir wollten nämlich, glaube ich, Kohle herstellen, ne? Nicht Kohle, Munition, ne? Das machen wir mal. Auch für die Kanonen draußen. Schwarzpulver war hier. Da können wir mal herstellen. Nein, wie mache ich das hier? Wie wähle ich das Plus nochmal aus? Ach, da brauchen wir Schwefelpulver für, ne? Wir haben ja noch 20 Schwefelpulver. Ich mach mal 10 mal Schwarzpulver. Dann können wir nämlich gleich wieder ein bisschen was herstellen. Munition. Und ich würde vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht Struktur... Was ist denn das hier? Kupferbodenplatte mit Durchlass. Boden mit Leiterdurchlass. Wie können wir denn hier noch was Neues forschen? Forschungswerkbank. Konverter. Forschungsdaten. Stufe 1. Zerstörtes Forschungsmodul. Haben wir doch. Warte mal. Hier haben wir. Können wir das forschen? Hier, erforschen. Raffinerietechnologie, Blaupausen. Anfangsstrukturen aufwerten. Schaltet die Herstellung Basisstrukturen für Drillschiff frei. Zum Beispiel Böden. Raffineriedaten, Stufe 1. Wo kriegen wir das denn her? Raffineriedaten. Raffineriemodul, Stufe 1. Zum Erforschen. Okay, dient zum Erforschen. Dann probieren wir das gleich mal aus. Ah, guck mal an. Schwarzpulver auch fertig. Das heißt, wir können nochmal Munition herstellen. Ich hoffe, das geht. So. Zack, das müsste gehen, ne? Wollten wir sonst noch was herstellen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Grübeln. War da sonst noch irgendwas? Nee, Belebungstool, lalalala. Wir müssen auf jeden Fall mal die Strukturen und so herkriegen. So, dann würde ich hier die Munition reinpacken. Nochmal herstellen. Bisschen mehr, ne? Dann können wir noch mal ein bisschen... So, zack. Gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt? Wo hat er das denn jetzt hingepackt? Hä? Hä, ich hab's doch gerade hergestellt, oder nicht? Wo packt er das denn hin? Ach, da, ui, 500. Ich sollte mal hochscrollen, ne?
Alter, 500, 640 Schuss, das reicht ja wohl erstmal, oder? So, Revolvermunition müssen wir mal herstellen für uns selber. Das wäre gar nicht mal so schlecht. 60, wir brauchen nochmal Schwarzpulver. Zweimal stelle ich mal eben her. So. Ja, fehlender Gegenstand. Jetzt brauchen wir noch Kupferpatronenhülsen. Haben wir die noch? Nein, die wären, glaube ich, aus... warte mal, eben kurz gucken. Kupferpatronenhülsen, jawohl. Und dann müsste er die eigentlich herstellen. Das heißt, er überspringt sogar quasi eine Sache. Das ist natürlich supi. So, gut, dann haben wir jetzt... Wie viel Schuss haben wir? 60, das reicht erstmal für uns. Beziehungsweise 67. Ich stelle noch mal ein bisschen... Ja, so 10-mal oder 8-mal Schießpulver her. Oder beziehungsweise Schwarzpulver. Ist die Forschung ist fertig. Dann würde ich jetzt einmal gucken. Gut, wir werden gerade natürlich angegriffen. Ich repariere mal ein bisschen. Während wir gerade hier beschossen werden, repariere ich ein bisschen. Na? Kann die Raffinerie... die hätten noch 81. Da unten ist was mit... Warte mal. Kann ich hier irgendwie... warte mal. 83? Was hat denn da 83? Kann ich nicht reparieren. Warum? Vielleicht sollten wir mal zum Forschen... Huch. Was ist denn da los, Mann? Vielleicht sollten wir einfach mal unter der Erde fahren. Hier ist aber ein bisschen mehr Action, ne? Ui. Ah, ich habe kein Reparaturmodul mehr, deswegen. Warte mal. Moment. Halt, stopp, hahaha. Kein Reparaturkit mehr, deswegen geht das nicht. So, und jetzt sollte ich mal ganz schnell reparieren. Und dann düsen wir mal unter der Erde. Oder beziehungsweise das machen wir jetzt einfach mal. Währenddessen repariere ich mal eben. Hui, das ging aber jetzt flott, dass sie uns runter... Da war ein bisschen mehr, ne? So, la 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 la. Haben wir alles auf 100%? Ich glaube ja. Ich glaube, diesmal haben wir alles. Gut. So, dementsprechend würde ich sagen, ja, wir haben ein bisschen ausgebaut. Wir haben auch noch ein paar Sachen, die wir machen wollen. Ich würde gerne das mit dem Forschungsmodul mal ein bisschen hier, dass wir das Schiff ausbauen. Und da würde ich sagen, das machen wir in einer weiteren Folge bei Vulkanoids. Dann schaltet ihr wieder ein. Also, ja, macht's gut. Tschüssi.